Ja, hallo, hier ist Jan Wilko 444. Nachdem mich so viele Leute gefragt haben über YouTube, ob ich nicht mal ein Tutorial machen möchte, habe ich mir gedacht, okay, nutze ich das schöne Wetter? Naja, leicht wolkig, aber auf alle Fälle folgt jetzt ein Tutorial für einen Frontflip. Als erstes ist es wichtig, sich aufzuwärmen, um Sportverletzungen vorzubeugen. Wichtig für den Frontflip sind auf alle Fälle die Schultermuskeln. Die sollten ausreichend gedehnt werden, zum Beispiel durch die Übung oder durch Dehnen an der Wand. Außerdem ist es wichtig, natürlich abzuspringen. Wichtig dafür ist es, die Oberschenkel zu dehnen. Einmal hier, natürlich auch das andere Bein. Und von Vorteil immer auch die Fußgelenke. In dem Falle gibt es halt diese Übung, einfach das Gewicht auf den vorderen Fuß zu legen mit beiden Beinen. Sucht ihr euch bitte möglichst ein Beachvolleyballfeld oder in diesem Fall halt ein Spielplatz, wo man vom Rasen abspringen kann und im Sand landen kann. Nachdem ihr eine örtliche Gegebenheit gefunden habt, solltet ihr darüber euch im Klaren sein, ob der Rasen nass ist und die Absprungkante sicher. Die Absprungkante sollte nicht so viel von Sand belagert sein, weil man sonst ebenfalls wegrutschen kann. Außerdem wäre es gut, gegen eine leichte Schräge anzulaufen, da man so die Energie, die man nach vorne hat, besser nach oben und in den Salto umwandeln kann. Der Absprung. Viele machen den Fehler, wenn sie zum Beispiel einen Vorwärtssalto machen wollen, dass sie anlaufen und der erste Sprung schon so hoch geht. Leider ist der Boden kein Trampolin und wandelt die Energie nicht wieder in Sprungkraft um. Deswegen ist es wichtig, einen möglichst flachen Sprung zu machen, um dann die Energie für den Salto sich aufzuheben. In diesem Fall also, wie man hier schon gesehen hat, wichtig, in die Knie gehen und die Kraft dann wirklich nach oben raus. Also ihr wollt nach oben, nicht nach vorne. Die Seitedrehung macht ihr danach durch die Arme. Wichtig ist aber erstmal, dass ihr wirklich nach oben abspringt und am höchsten Punkt dann halt wirklich in die Hocke geht zum Drehen. Bei den Armen ist es wichtig, wirklich die Arme von hier hinten durchzuziehen. Viele machen den Fehler und nehmen die Arme nur so. Im schlimmsten Fall sieht es dann so aus. Man sieht, man landet auf dem Popo. Jetzt, wie es sein soll. Anlaufen, Punkt suchen und springen. Anlaufen. Springen. Ich hoffe, mein Tutorial konnte euch ein bisschen helfen und hoffe, ein bisschen positives Feedback von euch zu bekommen. Vielen Dank, Jan Wilko 444.